Danke. Wir haben jetzt keine
Das ist jetzt am 31. August. Also alle zwei Jahre. So ist jetzt ein bisschen. Du verlässt man uns! Es war sehr lange, am 4. Wochenende, dann irgendwo am 3. Wochenende im August. Und dann hat man sich über 4 Jahre oder 5 Jahre war es dann Mitte Juli, am 2. Wochenende dann gekehrt in der Sommerferien. Und jetzt machen das aber neue Leute. Und die haben gesagt, die Hauptüberlegung ist, ein Oldtimer-Fest zu machen, wirklich für VWs, weil es das am Großglockner nicht mehr gibt, so ein großes Treffen. Und auf Lützowgasse! Nur noch irgendwann, also in Salzburg, die haben alle 2 Jahre mal abgewechselt. Und dass man da eine Alternative findet, macht man zwar unser Fest wie gehabt, aber eigentlich ist die Intention eines VW-Oldtimer-Treffens mit angeschlossenen Nostalgiefest von uns. Die Möglichkeit der öffentlichen Anreise bis Weizensdorf mit Eisenbahn, mit der Eisenbahn. Ich warte jetzt am Wochenende. Haben wir einmal gedacht, ob wir mit 40, 42 was anbieten. Aber wir haben Produktionskosten, die aufgrund vom Personal trotzdem nicht teuer sind, weil wir geprüftes Personal immer extern brauchen, beziehen müssen. Und es hat keinen Sinn, was dann selbst ein Spiel machst, 50 Euro inklusive Tagesticket und die 50 Euro anzahlen, also in die Bahnfahrt reingehen, das ist halt der Weg. War das Fest oder war das ein Zug? War das ein Zug? Das kann maximal noch Corona-Kurs sein. Ich schaue in meine Fotos nach, weil ich habe eigentlich gesagt. Weiß ich mal deinen Sitzplatz möchte, im Beiwagen sind doch Plätze. Wir können gerne hinbringen. Wir warten auf Sie. Normalerweise, also in meinen Fotos seit 2005 ist es drin. Reversierungfälle und alles kommt, was Sachen gestreift haben.
Dort fort, macht Arbeit. Ja, nicht gut. Immer das Übliche. Hat es nicht gegeben, ja gut, aber auch mit dem Dieselsteuerwagen hat es ihn auch nicht gegeben. Ja. Das Problem, oder wieso wir eigentlich den 4-achsigen Steuerwagen von Christian Büringer angemietet haben, ist das, weil der 2-achsige Spantenwagen immer dort nicht ist, wo der Triebwagen ist. Mhm. Und dann hast du Überstellungskosten ohne Ende, die Möglichkeit der zusätzlichen Sitzplätze eigentlich schon komplett auffrisst. Ja, ja. Wir haben in den Preisen. Arnold, der ist innen überhaupt noch nicht saniert worden. Ja, das Nein, ich habe das meinem Chef in der Arbeit erzählt. Ich Vormittag KSW fahren und Nachmittag treffen wir uns dann eh, weil wir dann weiter noch mit dem Auto fahren. Und dann hat er gesagt, KSW. Mein Vater hat erzählt, wo er damals studiert hat, also sicher vor 60 Jahren oder noch länger. Da müsste der KSW anscheinend Solo gefahren sein. Weil da haben sie sich alle in die Plattform gestellt und dann hat er hinten nur rotiert. Und dann hat man vorher dann wieder geteifelt, dann sind sie wieder hintergegangen, dann sind sie irgendwann wieder vorgekommen und immer so weiter, ja. Johannstraße! BBB Holding schreibt Sanierung von 3 Denkmaldampflokomotiven aus, nach Vorgaben des Bundesdenkmalamts, die aber nicht Teil der Ausschreibungsunterlagen sind. Und wenn du dann hast, dass keine Schrauben ersetzt werden darf, dann macht das überhaupt keinen Sinn, weil sonst. Das ist die 297, die große Zahnraddampflokomotive vor dem Bergmarkt, die 95er, die in Bayerbach bei genau steht. Die 92er in Buchberg am Schneeberg als Denkmal steht. Nein, nur optische Sanierung nach Gesichtspunkten des Bundesdenkmalamtes. Deshalb
Es war ein cooler Auftrag, weil da kann sich steiermärkische Landesbahn noch viel mehr positioniert in dem Nostalgie-Sektor. Aber wenn du nur eine Scherereien hast, das kannst du nicht abschätzen. Das ist ja. Mittlerweile ist die Gewinnspanne bei den Büchern sehr gering schon. Also ja, wir haben halt seit über 10 Jahren den gleichen Preis auf eine Neuauflage bekommen. Ja. Also 22 Euro ist eigentlich seit über 10 Jahren der gleiche Kurs. Ja. Jetzt werden wir wahrscheinlich eher mal erhöhen, weil es ja 25 bis 27 einfach, dass wir wieder Spaß haben. Zuerst waren es Bücher um die 100 Seiten, jetzt werden es aber 140 Seiten ungefähr. Wir wollen aber den einen eigenen Preis haben, weil dann zahlst du das pro so viel und für das so viel. Und das gibt es nur für Wiederverkäufer. Die sollen schon den Vorteil haben, aber für den Kunden ist das jedes so. Wie bin ich noch? Wie bin ich noch?
E2 mit der Nummer 4042 gibt es denn noch? Warum ist der? In der Nummer 4042. Wieder Elektrozimmer. Ja. Das ist eine Kamera habe ich da noch mitgenommen. Wenn ich dort überfahren werde, dann sind der Kamera. Aber der Bund ist der Reise. Das ist ein untergegeistert jetzt das Licht, oder? Wir haben aber was bedeutet das? Weil ihr Kollegen sind, aber in der Signal hat es seine Kraftfahrer, die hat so eine Seite, der hat so zwei Stempel gelb. Okay. Ja, und das ist die Asi. Das kann nur noch die Firma Bartam. Ja. Und die haben das vor 70 Jahren schon gemacht. Okay. Wirklich mit Goldfolie. Also Wahnsinn, ja. Ja, ich habe halt 100 Stück nehmen müssen. Da hat der FEP schon seit Jahren gekauft. Ja. Und ich glaube, wenn man den Gesamtpreis in der Rechnung auf die 100 Stück Euro her, kostet ein paar Euro. 20 Euro. Ja. Aber da habe ich auch nicht gearbeitet. Ja.
Weil es ist ja wohl irgendeine Abwandlung von der DIN-Normschrift. Aber ja, das ist übersehen. Aber nicht überall gleich. ÖPB hat auch eine Abwandlung von der DIN-Normschrift. Ja. Aber die Waffenmasse und Morgen sind da alle Wegen den Erdbeck stehen angeschaut. Ja. Aber die unter Tische hat ja nur die gehabt. Ja. War immer ein aufpassen, wenn das einmal klebt, ist das so nie wieder rausgekommen. Also die in die Blitzstation. Was grundsätzlich gut ist, weil beim Regen ist rechts die Arbeit. Die wäre es so ein Wasserdeckel, ist wahrscheinlich, das ist ein kleiner Arsch wahrscheinlich. Ja.